Leute und allen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PVZ Garden Warfare. Ich spiele wieder mit Markus. Jo. Und wir suchen einen Schatz Jedi. Mal was Neues. Jedi? Ja, ein Schatz Jedi. Weil Yetis findet man nicht, also probieren wir es mal mit dem Jedi. Was für ein... Ich würde sagen, wir nehmen den gleich, oder? Ah, ist eigentlich wurscht hier, finde ich. Ja, weil die können einfach überall kommen. Den auf der Schiene, den kann man halt schön verteidigen, aber der hier geht eigentlich auch. Was wollen wir hier hinhaben? Konzeptpflanzen, Leben. Heilblume. Ich will gar nicht so viele Pflanzen setzen. Hier kommen wir einen Sniperpilz hinsetzen. Okay. Ja, hier unten können zwei Sniper hin. Mama Fistus. Toasterum. Mod was? Zombies are coming. Warte, kommen wir da. Und schnell. Weil der wird der in der ersten Runde ein bisschen zu schlecht. Ich kann die halt nicht schnell töten. Vorher habe ich meinen Zug genau so gelegt, dass sie genau hier dazwischen halt durchlaufen in den Garten Rapen. Ich dachte eigentlich, ich halte die damit auf. Aber nein, sie laufen genau zwischen den beiden Dingern durch. Weil war alle noch nicht. Ich habe hier mein eigenes SWAT-Team. So, wieder kein Schatz Yeti. Machst du? Gut. Den hab ich. Hab ich diesmal. Okay. Oh. Nein. Ich muss Fußsoldaten fressen. Was sind die denn? Da. Unsere Top-Pflanzen machen's. Wunschen.
Pflanzen rapen einfach. So viele Sniper sind einfach mega mies. Ja, so Snipers, dann machen es. Der Kollege Kantor. Ein Laserstreif von hinten. Ich greife den Garten an. Oh. Oh, gerannt war. Alter, die rapen mich. Boah. Gerade noch so überlebt, ey. Now save my soul. Ja, wir stehen hier. Wo ist der? Oh, da ist der scheiß Vampir. Ja, auf einmal steht er hinter mir und auf einmal ist er wieder weg. Geiler Typ. Toll, der hat meine Sniperpilze da unten teilweise weggemacht. Finde ich uncool. Boah. Wieso? Der zerstört die Pilze. Ja, und der eine Pilz hat dem anderen Pilz das Leben gerettet. Warum liegt das jetzt so hart? Weiß ich nicht. Vielleicht bist du gleich wieder weg. Also, du aus meinem Server und dann ich wieder, weil ihr, ich sag, fickt euch, diesmal würdet ihr einen kriegen. Kennt man ja auch schon irgendwo her, so kurz bevor wir einen Schatz Yeti kriegen, auf einmal Disconnect. So immer zu der Welle, wo er kommen müsste, ne? Ja. Was ein Zufall. Gerade habe ich es mit meinem Schleim irgendwie nicht so drauf. Der Pflanzen haben es wieder gemacht.
Die Sniper sind auch einfach geil. Die Angstpilze sind eigentlich richtig stark. Außer gegnerische Sniper. Was ist? Sniper sind geil, aber keine gegnerischen. Ja. Scheiße. Dum-di-day. Der ist ja schon wieder fast langweilig hier. Jetzt kommen Häuptlinge und schon wieder kein Schad-Tieti. Oh, ich hab 7%. Du hast meine Sterne geklaut. Ne, hab ich nicht. Die ich brauchte. Zum Überleben. Pilz ist tot. Da war gar kein Pilz, da war eine Standard-Erbse. Nein, du hast da nicht Erbse hingesetzt. Nö. Doch. Nö. Weil der eine Pilz ist vorhin gestorben und dann hast du eine Erbse hingehockt. Da hab ich vorhin noch gewundert, warum das neben den Sniper eine Erbse setzt. Ich kann Erbse hingesetzt. Da war aber eine Erbse drin. Ich wollte. Ich hab da hinten gar nichts gesetzt. Außer das ganz am Anfang die zwei Sniper. Dann war ich da hinten immer. Oh, eine Toilette und ein Dixie. Eine Toilette und ein Sarg. Tja, Toilette und ein Dixie. Das ist mein Einsatzgebiet hier. Oh mein. Mit der Kaschatie. Die Bosswelle. Jo, zum Abschluss noch mal so eine schöne Bosswelle. Aber ich wette, da kommt auch nichts Gescheites bei raus. Aber so eine Dr. Dracula Super Runde wäre schon geil. Weil ich brauche auch noch so ein paar Vampir-Kills. Das wäre auch noch so okay, so ganz viel Graf. Aber ich glaube, das... Ja. Zeig uns doch den Diamanten und schmeiß ihn wieder weg, ey. Das ist doch beschissen. Beschissen ist das. Oh, das seht ihr. Oh. Wie der Mensch macht. Oh no. Eingefroren.
Au! Alter! Ich bin zweimal weg, Alter. Nix sein. Oh. Au. Der Graf läuft gerade unten. Ein Wichtkick. Schon wieder ein Wichtkick. Oder nicht, Alter. Ja, hier schön am Durchfressen gerade. Ich habe hier gerade alles gekillt. Und ich glaube, ich habe jetzt die Herausforderung gerade abgeschlossen. Ich weiß es aber gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Geräusch gehört, dass ich endlich diese Vampir-Herausforderung fertig habe. Dann fehlen mich nur noch die zwei Schatz hier, die Herausforderungen. Das aber nicht schaffen. Ne, ich glaube auch nicht. Los, Challenge Zone. Haha, ich bin über deine Rakete drüber gesprungen. Das nennt man Skill. Oh, jetzt habe ich die Mission hier auch noch geschafft. Sauber. Verschlinge zwei Allstars ohne K.O. zu gehen. Ne? Ich glaube, das schaffe ich in 20 Sekunden nicht mehr. Stell nichts mehr hin, das ist Verschwendung. Gargantua. Ah, Gargantua. Eingeschleimter Gargantua. Bleib da, wo du bist, Gargantua. Der brennt noch. Und der war auch noch festgeschleimt von mir. Sonst hätte er uns davor schon geraped. Ja. War wieder ein kleines Ründchen. Ich kann euch ja mal irgendwo da in der Folge, denke ich mal, ist aufgetaucht, ob ich die Mission jetzt wirklich abgeschlossen habe oder nicht. Das heißt, dann fehlen mir nur noch die zwei Schatz hier, die Mission. Töte einen Schatz hier, die uns haben eine Diamanten, eine Schatz hier, die sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge PVZ. Und bis dahin, servus und ciao. Tschüss.